Hi und herzlich willkommen. Die Geek Freaks haben ein Tuning Pack für den PC rausgebracht. Schon längere Zeit. Mittlerweile gibt es, glaube ich, die Version 4.3 in der Alpha. Das Ganze ist ein Programm, was verschiedene Prozesse und so weiter in Windows abstellt. Also alle, die man nicht braucht. Und es soll wohl einige FPS in Spielen rausholen. Jetzt wollen wir das Ganze mal probieren. Jetzt starte ich ein paar Spiele, so wie Warzone oder Hunt oder andere Spiele, keine Ahnung. Ich guck mal, was ich noch starte und schau mal, wie sich die FPS nach dem Tuning verhalten. Viel Spaß mit dem Video, haut rein. So, jetzt installiere ich mal das Tuning Pack 4.2. Führe das als Administrator aus. So, wir gucken mal, was wir hier alles haben. Man hat jetzt hier die Möglichkeit, verschiedene Voreinstellungen zu wählen, zum Beispiel Ultimate Performance. Das, denke ich, schaltet dann auch alles Optische aus, das heißt die Taskleiste unten sieht scheiße aus und sowas. Recommended lassen wir jetzt mal, stellen nochmal auf Deutsch. Achso, ganz wichtig ist es, bevor ihr das Tool benutzt, macht einen Wiederherstellungspunkt, damit ihr jederzeit Windows wieder reparieren könnt. Ja, ich würde mal sagen, so, jetzt testen wir doch das mal. Ja, also so wie ihr gesehen habt, so wirklich gebracht hat es mir nichts. Ja, also FPS-mäßig überhaupt nichts. Also ich hatte einen Fehler bei der Installation, irgendwas Rotes, habt ihr auch gesehen. Ob es vielleicht daran gelegen hat, keine Ahnung. Ich habe dann auf jeden Fall mein System wiederhergestellt und jetzt läuft alles wieder einwandfrei. Also von mir aus lohnt sich's nicht. Ja, aber versucht selber, schreibt mir in die Kommentare, wie es war, würde mich freuen. Würde mich auch über ein Like freuen, über ein Abo und ansonsten haut rein.